Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Horse Reality, das Browser Game. Leute, als erstes gehen wir in die Riding School und wir haben mittlerweile schon 180 Klicks. Yay! Dann habe ich ja ein Gewinnspiel gemacht. Letztes Mal. Ich verlose ja immer 5 von den neuen Hintergründen und da habt ihr mega viel mitgemacht. Vielen herzlichen Dank für die rege Anteilnahme und ich suche jetzt hier Händeringe nach Inventory und es ist immer noch da, wo es immer ist. Und hier sind die ganzen Hintergründe und ich blende euch jetzt die Leute ein, die gewonnen haben. Das ist einmal Fifi157, Salz, Fionas Horse Ranch 442, Ladisha und 91 Sakura 19. Herzlichen Glückwunsch! Und die Pferde stelle ich euch im Laufe des Wochenendes rein. Ich habe auch noch zwei Mitglieder, Laura Stern 08 und Elso 22, die noch Hintergründe bekommen. Es tut mir leid, ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Das mache ich jetzt in den nächsten 2-3 Tagen. Dann bekommt ihr die Pferde, denn ich habe im Moment keine Pferde und muss quasi die Pferde kaufen und dann stelle ich sie euch nach und nach rein. Aber ihr bekommt die Pferde in den nächsten Tagen. Und wollte ich heute gerne eine Besuchsfolge machen. Es gibt zwar ein paar Neuigkeiten, aber die Neuigkeiten sind jetzt nicht so mega krass. Also finde ich jetzt persönlich, denn wir haben ja jetzt die Fohlenkoppel und haben das Breeding Limit, also dass wir nicht mehr so viele Pferde züchten können, wenn wir keinen Platz haben. Und das nächste, was Horse Reality fixen wird, sind die Shows und die Competitions und auch wie diese berechnet werden. Und das ist das nächste und das finde ich mega, mega cool und das kommt und ja, ich dachte mir, da muss ich jetzt nicht eine ganze Folge machen dazu. Wenn es rauskommt, Leute, dann gibt es natürlich wieder eine Update-News von mir. Aber heute besuchen wir euch. Genau, euch. Yay! bevor wir das aber tun, Leute, habe ich noch ein paar super, super traurige Nachrichten. Milky Way, White Witch und Classic Hollywood sind alle verstorben. Was super, super krass ist. Milky Way, glaube ich, war meine allererste PRE-Stute. Sie ist verstorben. Meine wunderschöne White Witch ist verstorben. Sie wurde nur 25 Jahre und 6 Monate. Was ich richtig, richtig traurig finde, weil sie einfach wundervoll ist. Sie ist einfach wundervoll und sie ist verstorben und es tut mir mega, mega leid. Sie hat aber sehr, sehr viele Kinder gebracht und ja, werden natürlich in ihr weiterleben und ja, meine kleine Maus. Und die letzte, die verstorben ist, ist Classic Hollywood. Classic Hollywood war, glaube ich, einer der ersten Nachkommen von Classic Revolution. Sie hat auch nicht lange durchgehalten. 25 Jahre, 3 Monate alt ist sie geworden. Ich glaube, mein Classic Revolution ist im Moment derjenige, der am längsten durchgehalten hat bei uns auf der Ranch. Die erste, die wir heute besuchen, ist Miri Winter. Miri, hi, servus, hat mir geschrieben, dass sie Quarter züchtet und den ein oder anderen richtig, richtig coolen Quarter hat. Und da dachte ich mir doch, warum nicht mal bei Miri vorbeigucken und oh my god, du hast ja wirklich super, super schicke Pferde. Jetzt gucke ich mal, weil du hattest gesagt, du hast einen Deckhengst hier, der ganz viele Very Goods hat. Das ist doch er hier. Es ist auch der einzige, der deckt und oh mein Gott, er ist ja auch mega schick, oder? Du hast nur Quarter Horses und wir gucken uns natürlich jetzt sofort den Deckhengst an und der sieht mega hübsch aus. Glorious Sky Hunter, 680er GP mit 5-mal Very Good. Hat 6 erste Plätze und Moment, wo bin ich denn? Ich habe jetzt im Ernst Summary und Training geklickt, um zu den Genetics zu kommen, Leute. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Er hat Cream Champagne, Silver und Overo. Das ist doch klasse. Oh mein Gott. Er hat leider kein Splashed White, beziehungsweise weiß man nicht, weil das wurde nicht getestet. Warum testet ihr aber alle eure Pferde nicht? Das macht mich so ein bisschen... Kennt ihr das so? Triggered! Ich teste immer alle meine Pferde. Ich halte es immer überhaupt nicht aus. Aber nee, er kann kein Splashed White haben, weil Splashed White ist nicht in der Linie. Okay, wir gucken mal. Leute, wir gucken mal. Oha, 400 DP, oha. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich bei dir mit Horse Reality Credits decke, weil 400 DP ist schon...
Huiuiui. Mir persönlich ein bisschen, ich habe zwar viele Leute, aber 400 DP ist sehr, sehr viel. Ich hätte gesagt, wir nehmen Miss Marble BL. Sie hat nämlich auch 5-mal Very Good und ein GP von 649. Ich bin jetzt mega krass gespannt, was hier rauskommt, weil es sieht schon mir sehr danach aus, dass es ein richtig gutes Fohlen werden könnte. Oder was meint denn ihr? Wir machen Breed und mega, mega cool. Schaut auf jeden Fall bei Miri Winter vorbei, falls ihr einen richtig coolen Deckhengst sucht von den Quartern. Dann hat sie noch, oh mein Gott, dann hat sie noch einen kleinen Buben. Der ist ja mega. Er hat nur 2-mal Very Good, leider. Ich denke, der ist der Sohn. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass er der Sohn ist. Ja, genau, er ist der Sohn, aber der ist super besonders. Guckt ihn euch an. Hat er Doppelchampagne? Ja. Oh mein Gott, er hat Doppelchampagne, dann Cream und Overo. Leider Gottes nur 2-mal Very Good, wenn der Papa 5 hat. Aber der ist ja mega knuffig. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Als nächstes schauen wir bei XX Yumiko XX vorbei. Ich weiß gar nicht, warum ich dich noch nicht besucht habe. Habe ich dich noch nie wirklich besucht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es auf jeden Fall in meiner Liste nicht gefunden. Yumiko, was krass ist, oder? Also, gibt's eigentlich gar nicht. Sie hat ein wunderschönes Logo, Water Galaxy Stables, und hier ist das Studbook. Oh mein Gott. Was? Wie viel Arbeit hast denn du dir bitte gemacht? Wie krass, Leute, guckt mal. Als ob, Yumiko, als ob. Wie krass ist das denn bitte? Wow, ich bin very impressed. Das ist mega cool. Guckt auf jeden Fall bei XXYumikoXX vorbei. Krass, krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir gucken sie sofort an. Wow, ist die schön. Amira, Flexen, Liver, Rabicano. Alla Fada. Ist die toll. Von Fakir. Oh mein Gott. Da möchte man ja sofort Araber züchten. Das ist der Papa. Der muss ein Rub Carrier sein. Ja, muss Rub Carrier sein, wenn die kleine Maus hier ein kompletter Rabicano ist. Oh mein Gott, Yumiko, ist die toll. Aber du hast kein männliches Gegenstück, ne? Die Amira bekommt ja aber einen Buben. Oh mein Gott. Ist die toll? Ist die toll? Und sie ist ein Sabino noch mit dabei. Was geht denn bitte ab mit den Pferden? Ist sie auch ein Sabino? Nee, ne? Ich kenne mich nicht. Nee, aber dann hätte sie ja hier weiß und so, oder? Oh mein Gott, hast du schöne Pferde. Ich kann mich gar nicht abregen. Oh mein Gott. So, was hast du noch? Du hast noch PREs. Dann 2 Shire. Ein paar Quarter. Oh, die ist aber schick. Und dann hast du einen Rabicano Deckhengst. Ist der ein ganzer Rabicano? Du hast mega, mega viele Quarter Horses auf jeden Fall. Isländer und Welsh Ponies. Ich habe mir noch diese Quarterstute rausgesucht. Die ist mega besonders, Leute. Mega besonders. Sie hat leider nur 12-mal Very... sie hat leider nur 12-mal Very Good. Genau. Sie hat leider nur 12-mal Good, aber sie ist einfach wunderschön, oder? Sie ist ein Splashed White Overo, was natürlich immer... finde ich persönlich mega, mega schick aussieht. Noch dazu ist die Silber. Sie ist einfach ein absoluter Traum. Aber was die Yumiko hat, sind Isländer, die 12-mal Very Good haben, Leute. 12-mal Very Good. Was geht ab? Ich meine, die Isländer, die haben ja insgesamt 14. Das heißt, ne, es ist noch Luft nach oben, aber nicht mehr wirklich viel Luft, Leute. Weil 12-mal Very Good. Und sie hat tatsächlich 2 davon. Einmal den Aftriff und den Aldavinur. Oh mein Gott. Aldavinur und Aftriff, der hat ein bisschen niedrigeres GP als der Aldavinur. Oh mein Gott. Die Namen, Leute, die Namen. Aber mega krass. Ich finde es mega krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er hat halt noch Splashed White, was mir ganz gut gefällt. Da passt aber halt das GP nicht 100%. Aber von den Achievements ist auch alles mega heftig. Er hat immer über 85, was krass ist, Leute. Ich glaube, ich möchte mit ihm decken.
Und zwar mit MWS Is It Milk. Wir decken mit 75 Delta Points und machen Breed. Und ich denke, da kommt bestimmt ein ganz, 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 ganz tolles Fohlen raus, Leute. Oh mein Gott. Und den letzten von euch, den wir heute besuchen, ist Elsu22. Servus Elsu, hi, ganz liebe Grüße. Du bekommst auf jeden Fall auch noch dein Pferd reingestellt in den nächsten Tagen. Ich hoffe, du wartest nicht allzu sehr drauf, denn der Elsu, der hat nämlich neu angefangen nochmal mit Horse Reality und hat, glaube ich, deswegen noch nicht ganz so viele Pferde, Elsu, oder? Dann gucken wir, Level 20 aber schon. Jetzt Moment, seit wann spielt er denn? Seit dem 28.10. und dann bist du jetzt schon Level 20. Oha, Respekt. Also, er züchtet nur Tinker und hat schon einige richtige hübsche Tinker. Oh mein Gott, ja nice. Also, das ist schon krass, wenn man echt so kurz spielt, dann schon so viele schöne Pferde zu haben. Oh mein Gott, die ist mega. Giovanni's Illusion mit einem 555er GP und viermal Very Good. Ja, nice. Und es gibt auch einen Deckhengst, den Lord of Light, mit sechsmal Very Good. Oh, dreimal Day Champion. Oh mein Gott, er hat einen Tobiano mit 528. Er deckt für 5000 Horsability Credits, 75 Delta Points, 5 Foundation Tickets oder ein Wildlife Ticket. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. So, jetzt gucken wir mal. Also, ich züchte ja eigentlich keine Tinker mehr. Aber wir können ja mal gucken, ob wir irgendeine Maus finden, die gut passt. Sie wird gut passen, weil wir hier zu 100% ein Cream-Gen bekommen und das GP ein bisschen anheben können. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie alt ist sie denn eigentlich? Nicht, dass sie jetzt dann... sie hat dreimal Very Good. Sie nehmen wir. Wir züchten mit 75 Delta Points und machen Breed. Yay! Ihr habt alle so wunderschöne Pferde. Falls ihr auch nächstes Mal besucht werden wollt, dann schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Vergesst nicht euren Horse-Reality-Namen. Und dann hätte ich gesagt, war's das mit dieser Folge von Horse-Reality. Ich hoffe, diese Besuchsfolge hat euch gefallen. Falls ihr nochmal eine Besuchsfolge haben wollt, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare und gebt dem Video doch einen Like. Und ne, ihr könnt auch gern ein kostenloses Abo dalassen. Und dann danke ich euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!